Wir sollten einen Schritt nach dem anderen machen. Unser Appetit wurde gestillt. Ja. Aber nach dem Genießen der Hauptspeise muss erst doch noch dringend etwas anderes erledigt werden. Ich glaube, das ist tatsächlich auch... Nachtisch! Oh, das ist... Du willst noch mehr? Ja! Nachtisch bin ich dabei. Da ist ich auch für vier. Naja, es gibt da diese interessant aussehende Konditorei, die Straße hoch. Die haben da so ganz viel grünes Zeug an den Wänden und in der Ladentheke. Hat Kubo in der Umschulung zum Matrosen gemacht? Ja, und er ist dicker geworden. Hey, genau, vielleicht ist ja Catriel so viel, weil sie schwanger ist. Von Ernest? Nein, von nein. Von Herschel. Er hat sie sitzen lassen, nachdem sie... Oh Gott. Nein. Sie ist vielleicht nur adoptiert. Nein. Sie ist vielleicht nur adoptiert. Trotzdem. Ja, du hast recht, Ernest. Ich habe ihre Kuchen schon viel zu lange nur durchs Fenster bewundert. Ich hatte mich schon vor längerem entschieden, den Laden meinen Besuch abzustatten. Das ist der perfekte Anlass dafür. Ach, wir werden diesen Zeiger niemals rechtzeitig finden. So, ich glaube, das war Laufen. Auch soweit. Ja, lauf wen? Konditorei, Handy. Handy? Handy? Stand da gerade Handy? Ich weiß es nicht. Oder Hardy, oder... Wir können ja dann nochmal gucken. Ja. Hm, schnuppert mal, wie köstlich süß es hier duftet. Wenn ich all diese schmackhaften Leckerbissen vor mir sehe, knurrt mir gleich wieder der Magen. Du bist hungrig nach einem 10-Gang-Menü? 10-Gänge-Menü? Aha, du weißt doch, wie man sagt, Sherl, für Nachtisch ist immer noch Platz. Ja! Hallo, Nachtisch, Süßes, ja damit. Ich wollte erstmal eigentlich dann die Hauptspeise machen, wenn wir hier fertig sind. Ich weiß. Spaghetti Bolognese kann doch nicht so schlecht sein. Ja, und dann noch Nachtisch. Was denn? Kekse? Ja, Kekse habe ich noch mehr als genug. Ja, da. Aber extra für dich. Ich würde auch sagen, eine halbe Stunde so. Ja. Langsam Hunger. Ja. Ja, ich habe auch eigentlich, ich würde am liebsten schon damit anfangen, aber ich kann ja hier nicht gleichzeitig spielen und essen machen. Ja. Nächstes Mal bereite ich alles vor dafür. Jetzt lasst uns mal ermitteln, welche verführerischen Angebote uns hier erwarten. Übrigens, mal kleiner Einwurf, mein Konto ist immer noch nicht gesperrt. Ja. 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 YouTube ist echt langsam. Mhm. Die YouTube-Administration. Oh Mann, ey. Wie wäre es denn damit, in unserem Fall zu ermitteln? Oh, ich muss schon sagen, der Konditor kommt mir schrecklich bekannt vor. Kennen wir ihn irgendwoher? Nicht wirklich, nicht wirklich. Ja! Ja, hallo. Das österreichische war dann ja ziemlich intelligent in der Hinsicht. Natürlich. Ja, hallo. Sie suchen noch etwas für die Zuckerschnote, hm? Aber sie können sich wohl nicht entscheiden. Ich glaube, der war dann wirklich Österreicher und nicht Deutscher in der englischen Version dann. Also er hieß ja auf jeden Fall Hans. Ja. Also war er wahrscheinlich dann... Ja. Krass. Ha! Ah, Sie sind doch der Mechaniker aus dem O-Ton. Cookinseln Mama. Das war's. Ja, das ist doch wieder Mr. Handy. Terry! Sie haben doch neben Ihrer Arbeit als Mechaniker für die Uhr im Elizabeth Tower auch noch eine Konditorei. Sie haben ja alle Hände voll zu tun. Das habe ich natürlich nicht. Nee, das bist du. Das bin ich. Ja. Das habe ich natürlich nicht. Ich bin Jerry Handy. Was? Das Leiten dieser Konditorei ist meine einzige Arbeit. Sie verwechseln mich mit meinem Zwillingsbruder Terry. Nicht ich, sondern er arbeitet im Big Ben. Ah, ich verstehe. Sie haben einen Zwilling, das erklärt es. Wie ungewöhnlich. Und ich weiß, woran man sie unterscheidet. Beiden am gleichen Tag begegnen. Und ich weiß, woran man sie unterscheidet. An der Zunge? Mhm. Ach so. Nee. Ich find's dezent eklig, wenn so Männer das in echt machen. Mhm. Ich geht. Ja. Und wie interessant, dass sie beide so unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen haben. Naja,
Auf den ersten Blick mögen sich ein Bäcker und der Mechaniker sehr voneinander unterscheiden. Aber es gibt ja da noch einige Parallelen. Ja, Bäckerei und Mechanik sind Handwerke. Tatsächlich? Welche Parallelen meinen Sie denn? Wir müssen beide geschickte Hände haben. Schon als Kinder zeigten wir viel Können im Umgang mit komplizierten Dingen. Wie in diesem Rätsel. Meine Brüderchen arbeiten mit Uhrwerken, ich arbeite mit Kuchen. Wir müssen aber beide zu gleichen Teilen mit unserem Kopf und mit den Händen arbeiten. Ich merke schon, Sie haben sich beide sehr anspruchsvolle Berufe ausgesucht. Nein, ja, aber vielleicht, jedenfalls denke ich mir, dass Sie doch hergekommen sind, um Kuchen zu kaufen und nicht nur um zu reden. Ja, bitte schauen Sie sich um und sagen Sie mir, was Sie haben möchten. Vielen Dank, das machen wir. Wir werden uns mal ganz genau umschauen. Okay. Oh Gott, ein kleines... Milch. Mit einem Teddybär. Ein Teddybär. Ich will den Teddybär. Ja. Essen. Ja, ich hab. Oh. Wir nehmen ihn mit. Ja. Was für ein seltsamer Ort, um einen so riesigen Teddybären zu finden. Er ist so süß, nicht wahr? Aber in diesem Laden gibt es ja schließlich auch lauter süße Sachen. Oh, wie dich zum Beispiel, Cat. Ja, und wir wissen jetzt ganz genau, was Jerry Handys Hobby ist. Mit Teddybären zu... Und süßen Sachen. Aha. Kleine Mädchen! Jetzt habe ich es auch mitbekommen. Wie schrecklich, Ernest. Einfach grauenhaft. Und tut mir leid für euch. Aber auch egal. Ich schätze, er dient hier nur als Dekoration, oder nicht? Nein, Ernest. Ich meine, der Spruch war absolut schrecklich. Oh. Einfach grässlich. Nun, dann hättet ihr den wohl lieber entbehrt, oder? Oh. Oh, aber warte mal eben. In diesem Bären ist doch etwas seltsam. Ho, 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 das ist gar kein Bär. Das ist einer meiner Kuchen. Wirklich? Das ist kein echter Bär? Natürlich nicht. Da wäre ich nie drauf gekommen. Auf den Bären. Aufgebunden. Ja, da haben sie uns aber echt einen Bären aufgebunden, genau. Man merkt es einfach nicht, so realistisch sieht er aus. Ist denn alles hier drin eine ihrer Kreationen? Nein, ja, alles was hier im Laden steht, was wir im Laden sehen, ist ein Kuchen oder ein Gebäck, das ich so geschaffen habe, dass es wie etwas aus dem täglichen Leben aussieht. Ich merke schon, dass Sie ein wirklich seltenes Talent haben, Mr. Handy. Für mich besteht ein Teil dieses Vergnügens darin, immer wieder zu schauen, wie lebensecht ich meine Kreation machen kann. Ich benutze unterschiedliche Zutaten aus der ganzen Welt, um Dinge zu erschaffen, die vollkommen lebensecht aussehen. Aktuell experimentiere ich mit Waffen herum. Waffeln. Waffeln. Ja, Waffen, Waffeln. Ich habe zum Beispiel eine Beretta gemacht. Also Ihre Mühen zahlen sich wirklich aus, Mr. Handy. Diese Kreationen sind atemberaubend. Nein, ja, meinen Kunden gefallen sie. Sie wollen solche Kuchen als Geschenke für ihre Freunde und für Feiern. Der Bär besteht in weiten Teilen auch aus Waffeln. Und nur für die Augen, nur die Augen sind aus Schokolade. Wow, ich bin beeindruckt. Schauen wir uns doch mal um, Miss. Die Lampe hat einen Hinweis mit so. Wer? Die Lampe oben. Die Lampe oben. Die hier? Da. Kling. Kuriosität! Wo? In dem Teller, in dem Tellern. Ah ja, hier. Sicher? Ja. Kein Rätsel? Ja. Okay. Ah, mehrfarbige Makrone. Mhm. Wurde zu deiner Sammlung hinzugefügt. Okay. Hier mal. Oh, ich hab. Ja, oh. Hab ich auch gerade. Gut. Mr. Handy meinte doch, all diese Ornamente und Dekorationen im Laden wären Kuchen, die er selbst hergestellt hat, oder? Moment.
Also konnte man denn darauf schon klicken, bevor man auf den Bären geklickt hat? Weil das wäre komisch. Hm? Daher können wir davon ausgehen, dass diese Blumen auch keine echten Blumen sind, oder etwa nicht? Ja, da hast du durchaus recht. In der Tat. Bei näherer Betrachtung scheinen sie aus Zuckerguss oder etwas Ähnlichem zu bestehen. Ich frage mich, wie sie schmecken. Miss Layton, nein! Du kannst doch nicht einfach ein Stück rauben! Mit Haut und Haaren. Noch was. Das Ding ist ja dann die auch... Die Uhr? Ja. Okay. Die Kuckucksuhr. Oh, die Uhr ist auch ein Kuchen. Das erklärt, warum sich die Zeiger nicht bewegen. Es ist schwierig zu erkennen, nicht wahr? Ich hatte zuerst wirklich gedacht, dass es eine echte Uhr wäre. Oh. Mülleimer. Nein. Hier ist... Oh. Oh. Oh, schau dir all diese Kekse und Kuchen an, die nur darauf warten, gegessen zu werden. Gleich ist der Laden leer. Ja. Ich komme nicht ganz an den Griff ran. Kann mir das mal jemand aufmachen? Wir sollten hier Kuchen fürs Büro kaufen. Insbesondere dann, wenn Klienten zu Gast sind. Hm. Aber es ist bestimmt teuer. Im Schrank ein Rätsel hinten. Hier. Ja. Okay. Kling. Die Regale hier sind voll mit den wunderbaren Zutaten, die Mr. Handy für seine Backwaren verwendet. Schaut nur. Scheint mir alles höchst kompliziert. Offenbar geht alles komplett in die Hose, wenn man auch nur einen Hauch zu viel Zucker nimmt. Absolut, Miss. Man muss extrem auf die Details achten, ganz wie bei diesem Rätsel hier. Okay. Du musst wieder den Bildschirm ändern. Oh ja. Rätsel Nummer 007. Moment, haben wir dann... Rätsel Nummer 007, Agent von Britannien. Der Zuckerwagen. Ja. Hier stehen zwei digitale Wagen. Die Displays sind an der gleichen Stelle kaputt. Daher kann man den linken unteren Teil der Zahl nicht erkennen. Wie zum Beispiel würde die Zahl 6 als 5 erscheinen. Mhm. Der Zucker wird auf der linken Waage 1 Gramm schwerer und auf der rechten Waage 1 Gramm leichter angezeigt, als er tatsächlich ist. Was ist das tatsächliche Gewicht in Gramm des Zuckers für jede der beiden Wagen? Ja, aber es ist doch nicht angezeigt. Warte mal. Ist der Zucker, also ist da gleich viel Zucker auf jedem oder was? Ja. Aber bei einem zeigt es zu wenig an, bei anderen zeigt es zu viel. Aber die Leuchten sind doch nicht an in dem Sinne. Also das anscheinend ja doch. An. Oder wird zeigen die beiden Neuen an oder was? Ich glaube. Also das ist dann. Insgesamt. Was ist die tatsächliche Gesamtgewicht in Gramm? Des Zuckers auf. Für jede der beiden Wagen. Also links ist die linke und rechts ist die rechte, oder wie? Anscheinend. Also nochmal. Jeder von. Ich verstehe das Rätsel nicht. Warte mal. Ich versuche gerade zu überlegen. Zwei digitale Wagen, ja. Mhm. Die Displays sind an der gleichen Seite kaputt. Mhm. Die linke untere Seite, ja, da wo das Kreuz halt ist. Deswegen würde man 6 als eine 5 erkennen, ja. Gramm schwerer als auf der rechten. Der Zucker wird auf der linken Waage 1 Gramm schwerer und auf der rechten 1 Gramm leichter angezeigt, als er tatsächlich ist. Also sind es vielleicht doch verschiedene? Nee. Oder es ist. Der Zucker wird auf der linken Waage 1 Gramm schwerer und auf der rechten 1 Gramm aber, leichter. Aber die gleiche Menge Zucker wird dort. So angezeigt. Also heißt es, auf der. Also müssen wir jetzt rausfinden, was wird auf der linken Waage angezeigt und was. Oder? Nee, das was tatsächlich. Was ist das tatsächliche Gewicht? Also 8. Warte mal. Nee. Wenn er 1 Gramm leichter angezeigt wird, dort, dann. Dort wird er 1 Gramm schwerer angezeigt, also ist er.
verstehe nicht, wie man das auch eintragen soll. Ist das jetzt... Das ist ja 80. Das tatsächliche Gesamtgewicht... für jede der beiden Wagen. Also, aber wenn wir das für jede eintragen müssen... Ich verstehe das jetzt allgemein gerade nicht. Wollen wir einen Hinweis nehmen? Ja. Hi. Nein, nicht ihr. Hi. Ja. Überlegen wir, welche Zahlen aufgrund der... Ja, das ist klar. Ja, wow. Die vier Zahlen, die von der kaputten Stelle beeinflusst werden, sind 0, 2, 6 und 8. Ja, aber... Okay, weiter. Es ist 9. Es ist 9? Mhm. Auf beiden? Oder jetzt ist ja die Frage, wie man es eintragen muss. Wie viel Gramm Zucker insgesamt? Also das tatsächliche Gesamt, aber für jede der beiden Wagen, was, das verstehe ich so nicht. Das Vierer Gramm Zucker insgesamt, also links und rechts oder was? Ja, aber für jede, das ist komisch, so jeweils klingt das so mäßig. Na warte mal, der Zucker wird oft, also hier stehen zwei digitale Wagen, Display kaputt. Mhm. Zum Beispiel wurde die Zahl 6, ja. Der Zucker wird auf der linken Waage 1 Gramm schwerer und auf der rechten Waage 1 Gramm leichter. Mhm. Als er tatsächlich ist. Was ist das tatsächliche Gesamtgewicht in Gramm des Zuckers für jede der beiden Wagen? Ja, aber also das tatsächliche Gesamtgewicht des Zuckers würde, für wenn der Satz dort der auf, beiden? Ja, wenn das dort aufhören okay. würde, wäre es cool, aber für okay, jede ich, der ich, beiden. Ich überlege, ob ich. Aber wenn es nur eine Zahl möglich wäre... Ja, jetzt ist die Frage, man hat dann ja... Dann würde man ja nicht zwei Felder kriegen. Hm. Ja, eben. Ja, deswegen, ich gehe davon aus, dass es so... Wenn da steht für jede der beiden Wagen, dann ist das so... Dann klingt das, als ob... ich weiß echt nicht, wie man das dann einschreiben soll, aber... Ich wette, hätten ja auch ich gesagt, wette, wenn man links die für links... nehmen müsste und rechts für rechts, dann hätten die das extra angeschrieben. Ich wette, das linke ist für die linke Dingens da und das rechte für die rechte. Ja, das ist eben die Frage. Das haben also, sie aber ja nicht dazu gesagt. Ja, dann. Aber dann ist so die Logik von links, weißt du? Ich habe echt gerade so keine Ahnung, wie das... Also ich würde 9 ausprobieren, weil ich glaube, dass es 9 ist, aber ich bin mir nicht sicher. Ich würde am liebsten so viele Hinweise nehmen. Ich würde jetzt noch einen Hinweis nehmen, ja. Ganz ehrlich, ich mache ja, nichts. ich finde das jetzt gerade blöd formuliert alles. Ja, aber gut. Schau dir die Zahlen 0, 2, 6 und 8 an und finde heraus, welche sich in andere Zahlen ändern würde, wenn der Teil links unten nicht angezeigt wird. 0, 2... Naja, 8 auf jeden Fall, aber es ist... 7 also. Dann ist es die 7. Hm. Nee. Wenn die linke untere wegfällt, die 2 würde sich dann nicht ändern. Eben. Die 0 würde zu einer, nicht zu einer Zahl werden. Ja, eben. Würde ja auch keine 7 werden oder so. Mhm. Also nur die 6... Oder vielleicht ist ja auch die... Also nur die 6 oder die 8. Also aus der 6 würde halt eine 5 werden und aus der 8 würde halt eine 9 werden. Mhm. Jetzt ist ja die Frage... Ist bei dieser Waage, also ist bei dem Schaubild überhaupt was angezeigt oder nee, eben nicht? Nee, ich würde eben sagen nicht. Aber weil dann dieses ist ja, Kreuz ist einfach nur so da, um halt zu zeigen. Um das zu veranschaulichen, oder? Ja, wie? Und das andere, das da leuchtet ja nichts. Mhm. Ich würde sagen, da wird okay. überhaupt gar nichts angezeigt. Der Zucker wird auf. Also ich würde eigentlich fast sagen null. Nee, das ist ja, das geht ja nicht. Oder? Also ich würde sagen, es geht nicht, weil auf beiden eindeutig Zucker drauf ist. Ja. Also das heißt, wir haben gar keine Zahl, die angezeigt wird, sondern wir haben nur, wir müssen selber drüber nachdenken. Ich würde sagen, auf beiden sind 7. Warum sollen es auf beiden 7 sein? Weil 8 und 6, die Zahlen sind die, das ändert und dass deswegen 7 sind.
Ich probiere es jetzt einfach aus. Also schreibt man dann 77 oder? Nee, ich schreibe 7 hin. Musst du nicht. Ja, ich würde nämlich auch gern. Also ich verstehe leider 7, nicht, wie man. Ich probiere es. Ich probiere es. Nein. Nee. Jetzt probiere ich mal 14, ob jetzt wirklich das von wegen Gesamtergebnis gemeint ist. Mhm. Die Karte sind mir jetzt mal kurz scheißegal. Uiuiui. Deine Leitung ist gerade ein bisschen. Meine Leitung? Nee, Achso, ich lege ein bisschen. 1 und 4? Was ist denn da jetzt? Ja! 14. Warum 14 dann? Weil 7 plus 7 14 ist. Die meinen wirklich, die beiden zusammen, du hast dann 7. Ich weiß. Du musst einfach nur einen Strich machen. Nö. Oder so. Ich mach das als 1. Ja. Als solche. Ja, ja, ja. Als umgedrehtes Häkchen. Ja. Das ist ja. Ja. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht. Eine echte Erleichterung. Ah. Ganz sicher war ich mir nicht. Jetzt auf einmal ist ja auch was angezeigt, aber wieso. Hä? Das war eben nicht so. Ja. Deswegen ist es total verwirrend. Das ist echt gemein. 8 und 6, aber da war ja nichts angezeigt auf dem Schaubild. Na, ich hab's jetzt nur herausgefiltert, so nach dem Motto, weil halt das die einzigen Zahlen wären, die sich irgendwie verändern. Ach so, weil. Ja, 0. 0 würde nichts ergeben. Ja, eben. 2 würde ja auch nichts ergeben. Ja, aber stand irgendwo, dass die was Unterschiedliches anzeigen? Nee. Ah. Also. Ist auf jeden Fall irgendwie ein doofes Rätsel. Ja, ja. Okay. Dann lies vor. Ach, das ist ja richtig. Zuckersüß. Das eigentliche Gesamtgewicht des Zuckers war 8 Gramm auf der linken Waage und 6 Gramm auf der rechten. Vielleicht sollte man sie mal reparieren lassen. Ja, so dass sie zum Beispiel auch Grammangaben anzeigen. So, jetzt wieder wechseln. Ja. Das war jetzt ein komisches Rätsel. Ja.